Und er ist nicht ganz alleine. Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Sicher nicht alleine, Danny, dort mit dem Proberaum. Bei wem? Beim Freddy Bütikofer. Freddy, was läuft jetzt wieder? Wenn du so heftig am Proben bist, dann ist wieder etwas am Start, oder? Danny, das ist absolut richtig. Wir haben eine neue CD auf dem Markt. Die Werbung läuft überall, das hast du sicher auch schon gemerkt. Das ist meistens die nächste Woche und du bist auch da. Das sagt natürlich schon alles zusammen, ganz klar. Nein, es läuft rund, es läuft gut, wir geben Vollgas und ich hoffe, es kommt alles so, wie wir es uns wünschen. Was erwartet uns denn auf dieser neuen CD? Natürlich, die Spezialität von Freddy ist der charmante Dialekt, den du hast. Ich nehme an, dort bleibst du im Stil treu. Was hat es für Veränderungen gegeben? Veränderungen hat es gegeben, dass wir die Band etwa schon 3674 Mal gewechselt haben. Und ich bin sehr froh, dass wir ganz tolle Kameraden, liebe Musikfreunde gefunden haben. Darf ich dir mal den Adrian... Ja, komm mal schnell rüber, Adi. Ja? Was ist denn jetzt ihm seine Funktion? Ich frage jetzt ein bisschen blöd, weil ich sehe zwei Gitarren. Ist das nötig? Ja, das ist nötig, weil er ist einfach ein wahnsinnig guter Gitarrist und ich gebe alles, was ich habe. Ganz klar. Und im Moment sind wir einfach zu dritten und wir ziehen das so durch. Wir haben hier extra spezielle Sachen machen. Im Hintergrund sehen wir den Roger. Unser neuer Drummer, Drummer. Okay, ich möchte schnell Radio etwas fragen. Der Freddy hat jetzt vorher gesagt, dass sie jetzt schon der Band Members Nummer 3674. Ist er denn so ein Unumgänglicher? Wie schafft er mit euch in der Probe? Holzkopf? Nein, überhaupt nicht. Das ist, wie er schon gesagt hat, Vollgas. Und es ist ein Privileg, dürfen mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, ich hätte es gerade noch gedacht, man sieht auch, er hat da diverse Urkunden rumhängen. Also, das müsst ihr vielleicht auch noch wissen an dieser Stelle. Der Freddy war auch schon mal im Prix Valo gewesen. Ist das jetzt wirklich etwas, was auch noch gerade einen Motivationsschub gibt für dich? Selbstverständlich. Nicht im Bandraum unter Versuren, sondern ab auf die Bühne. Okay, er sagt ab auf die Bühne. Freddy, in dem Fall die grosse Frage, wann startet die Tournee? Wann sieht man die? Wann bist du unterwegs mit diesem Produkt? Also, es ist folgendermaßen: wir hätten eigentlich schon lange können, aber es war einfach noch nicht so weit gewesen. Und wir versuchen es perfekt zu machen. Nicht nur musikalisch, auch dass wir putzt die Zähne haben. Gott, wie zum Rande. Und es geht los am 9. März in Hildisrieden, Kanton Luzern. Und nachher wird man peu à peu schauen, dass es nachher weitere Gigs gibt, dass wir eingespielt werden. So muss man es sehen. Also wer noch ein Plätzchen frei hat, die könnte zum Beispiel jetzt Freddy auch noch anrufen und sagen, komm zu uns, Stand drauf, Mundartrag hier aus der Region. Ich wünsche dir alles Gute für die neue CD. Wo kriegt man sie? Die kann man eigentlich überall im Handel haben. Das heisst Mediamarkt, iTunes, CD, Exlibris und so weiter. So wie es jemand einblendet ist, ja, unten dran. Dann würde ich sagen, einzählen und ab die Post, geben wir noch mal einen. Okay, so machen wir es.